für ein Video zu spät, denn die Trophies sind schon im Kescher, heißt es gerade im Chat. Ja, dann muss ich doch noch ein bisschen weiter suchen und vielleicht doch noch die ein oder andere weitere Trophy ziehen. Also, weiter rumprobieren. Jetzt gerade in der Nacht sind tatsächlich zwei Trophies kurz nacheinander reingegangen hier auf Pose. Und das Posenangeln am Ladogasee, also mit Pose vom Land aus am Ladoga, wurde ja vor ein paar Wochen ein bisschen gebufft. Das wurde ja ein bisschen verbessert, dass man da auch mal ein bisschen mehr fängt und dass das mal ein bisschen ergiebiger ist. Ich glaube, wir haben das auch ganz gut schon gesehen in den letzten Wochen, dass immer mal wieder Spots aktuell waren für Ripusmarine, für die Ladoga-Ränke oder natürlich auch gerne immer mal wieder für die Zwergmarine. Und ich glaube, die Zwergmarine, die gehen hier gerade ganz gut rein, aber eben auch zwischendurch noch andere Geschichten. Also wie gesagt, hier Ladoga, Ränke und Co. Ich hatte gerade schon eine Woldich auf Ränke und das war natürlich jetzt gerade auch mein Ziel, vielleicht nochmal expliziter irgendwas zu finden, womit man vielleicht doch noch die Woldich auf Ränke bekommt. Und das hat leider bisher noch nicht funktioniert. Ich habe es probiert mit Köderkombinationen, mit Steinfliege und Tauwurm zum Beispiel. Man bekommt die Wolchow-Ränke ja auch gerne mal auf Wecki-Rig. Und da habe ich gedacht, komm, vielleicht einfach mal mit einem Tauwurm probieren. Vielleicht klappt das ja. Und die kickt dann da rein. Und zack, haben wir hier die nächste Zwergmarine. Also läuft doch gar nicht so schlecht. Und das ist jetzt hier gerade die Kombination mit Dasselfliege. Alden. Dasselfliege? Dein Ernst? Ein Köder, den man eigentlich so gut wie nie verwendet, die olle Dasselfliege? Also ich habe das Zeug seit Jahren in der Tasche und verwende die Dasselfliege so gut wie nie. Eigenartigerweise, hoppala, da war glaube ich schon wieder Gezuppel. Ja, auf der 1 wieder Gezuppel. Ja, und jetzt einfach mal dran gemacht, denn ja, gerade für diese Ränken, Maränen und Co. sollte das doch auch funktionieren und dann gerade eben auch vielleicht hier in Kombination mit Steinfliege. Vielleicht mache ich gleich nochmal eine andere Kombi. Wir gucken gerade mal eben rein hier. Hier war gerade, oh, da schon der nächste. Hier war gerade der letzte Biss drauf, also gucken wir hier gleich nochmal eben rein. Bisschen weiter raus. Wir gucken uns auch gleich natürlich die Tiefe an. Also, wie tief stehen die Köder? Welche Haken und so weiter? Das gesamte Setup. Ich werfe nochmal ein bisschen weiter raus. Ich habe keinen Schnurclip drin. Ich werfe das immer so nach Gefühl einfach. Ich denke mal, das werden jetzt hier so um die 7, 8 Meter ungefähr sein. Gucken wir hier einfach mal kurz rein. Hier jetzt gerade einen Einserhaken, Dasselfliege, Steinfliege, 5,5 Kilo Fluorocarbon. Hier war jetzt gerade, genau, auf dem Sechserhaken war jetzt gerade die Trophy. Einserhaken ist natürlich schon richtig groß. Sechserhaken, Dasselfliege, Steinfliege, auch wieder die Kombination. Auch wieder hier 5,5 und da kommt der nächste Brocken rein. Ich denke mal, ein Sechserhaken ist auch absolut ausreichend für sowas hier wie die Zwergmaränen. So, und jetzt gucken wir hier nochmal schnell rein. Also, auch hier Einserhaken, groß, richtig großer Haken. Gerade eben auch für diese kleinen Zwergmarinen. Zack, der nächste hier, auch wieder auf dem Einserhaken. Warum Einserhaken? Naja, ich will ja eigentlich nicht die Zwergmarinen. Auch wenn das jetzt hier mit der dritten Trophy in 10 Minuten, in 11 Minuten doch ganz gut funktioniert hat. Also die sind jetzt hier gerade schön nacheinander reingegangen. Alle, ja, 530 plus. Aber eben auch, und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen vorsichtig mit der Tragkraft, wenn man hier vielleicht mit der Stippe steht. Seeforellen. Immer wieder die Seeforellen, die hier reingehen. Und die auf zu dünner Schnur, die ballern einfach richtig gut rein. Da muss man, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Denn da, ja, reißt dann bestimmt auch mal gerne die Schnur. Von den Ködern, wie gesagt, ich teste vielleicht gleich auch einfach nochmal eine andere Kombination. Fangen wir doch einfach gleich mal an hier mit der nächsten. Zack.
hier auf dem Sechserhaken machen wir gleich einfach mal. Ach, guck mal, die Lodoga-Ränke. Auch wieder auf dem Sechserhaken. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Größe. Sechserhaken passt, glaube ich. Und jetzt ändern wir hier einfach nochmal statt Steinfliege nochmal auf Eintagsfliege. Gucken wir mal, was da geht. Und dann machen wir das hier auch. Und gucken wir mal eben. So, gehen wir nochmal hier auf die Eintagsfliege. Vielleicht läuft das ja auch nochmal ganz gut. Wobei die Steinfliege, ich habe manchmal den Eindruck, das ist so die hochwertigere Eintagsfliege sozusagen. Aber gerade eben jetzt auch hier für die Zwergmarien, da rasselt es natürlich auch ganz gut immer rein, selbst am Koori mit der Eintagsfliegenlarve. Und deswegen auch das einfach mal gut testen. Ja, von der Frequenz her im Großen und Ganzen bin ich schon wirklich zufrieden. Vorhin hier angefangen, Wolchow-Ränke, wie gesagt, die hatte ich gerade, ganz klassische Kombination, natürlich Steinfliege, Eintagsfliege. Das ist die Köderkombination, die man am meisten hier verwendet und die auch eigentlich immer funktioniert. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht sogar nochmal eine andere Fliege dran zu machen. Auch ein Klassiker wäre natürlich die Eintagsfliege. Tun wir die nochmal drauf. Und hier geht aber auch schon wieder was rein. Das war jetzt ein bisschen weit geworfen. Nicht gehakt. Oha, abgeflutscht. Da sieht man es dann. Da doch etwas der große Haken hier, der Einserhaken. Also ich glaube, ein Sechserhaken sollte reichen. Sechserhaken, vielleicht sogar noch eine bisschen bessere Frequenz dann damit. Und dann gib ihm. Wer es noch nicht genau erkannt hat, es ist hier die Position am Ladoga direkt gegenüber vom, ja, hier ist der Leuchtturm, hier der Campingplatz, also diese zweite kleine Landzunge und dann geradeaus rausgeworfen hier in diese 5 Meter Area. Von der Tiefe her müssen wir uns das gleich nochmal im Detail angucken. Nehmen wir mal die hier direkt, hier sind wir jetzt gerade auf 1,50 Meter sogar nur, na guck. Also 1,50 Meter Tiefe. Ich war aber zwischendurch auch auf 1,80 Meter und auf so ungefähr 2,30 Meter auch unterwegs. Aber ich glaube so 1,50 Meter rum, das hat schon ganz gut funktioniert. Oh, da ist doch noch einer reingegangen. Das ist bestimmt wieder, ja, das ist höchstwahrscheinlich hier wieder eine Seeforelle. Vorsichtig noch mal ein bisschen hochgehen. Gucken. Die sind alle bisher nicht so riesig groß gewesen, aber so mit 1-2 Kilo, die haben einfach richtig Power, ne? Vorsichtig ranziehen und gerade mit dieser dünnen Schnur, 5,5 Kilo Schnur, da muss man natürlich schon mal ein bisschen mehr Schnur als Reserve haben. Oder einfach, ja, oha, soll ich da reingehen? Komm, ne, ist zu weit weg, komme ich nicht dran. Aber vielleicht bleibt der Fisch ja noch dran hier auf der dritten. Na, komm ran hier. Komm, 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 komm. Die anderen warten schon. So, da ist sie wieder, die nächste Sefo. 2,5 Kilo. Ja, und die hauen natürlich richtig rein. Krass. 2,5 und hier auf der 3 direkt die nächste. Ne, jetzt hier wieder Zwergmarine, ganz zaghaft. Aber nicht gehakt. Und hier die nächste. Die hat gehakt. Ja, so und auch eine Laube sogar. Okay, das ist natürlich freaky. Eine winzige Laube sogar. Das ist ja wild, ey. So und so ähnlich. Ich glaube, das ist der Spot. Wir gucken gleich nochmal in den Kescher rein, ob sich das Ganze denn hier lohnt. Und dann teste ich gleich einfach nochmal weiter mit anderen Ködern, vor allem mit anderen Köderkombinationen. Vielleicht auch nochmal sowas wie Mistwurm in Kombination. Und dann alles, was so ins Larvige geht. Ne? Irgendwelche Larven, Eintagsfliegen, alles, was so insektig ist. Das muss man doch mal hier testen. Da muss doch ein bisschen was gehen. Da sollte doch hier an einem dieser ultimativen Spots, zack, aber doch mal irgendwo noch was reinballern. Ludoga-Ränke wieder. Na guck. Also, die sind auf jeden Fall auch da. Die können bestimmt auch gerne wieder hier als Trophy reinrasseln. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist. Und wir gucken gerade nochmal schnell in den Kescher rein. Machen wir mal hier eben zu. Dann können sie sich selber haken in der Zwischenzeit. Und ich renne mal kurz zurück. Kurz natürlich ins Café schauen, ob da irgendwas drin ist, irgendwelche Kaffeeaufträge. Und dann gucken wir mal schnell in den Kescher rein. Ich meine, gerade mit so Trophys drin ist das natürlich immer sehr angenehm. Aber ja, das ist natürlich auch nicht das A und O. Aber wenn hier schon mehrere
Trophies reingehen, ist das schon mal ein gutes Zeichen. 5 Stück ab 20 Gramm. 2 Kilo, jawohl. Aber die anderen haben wir hier nicht. Und dann gucken wir jetzt hier gerade nochmal schnell rein. Jo. 35 Silber für so ein Ding. Das ist doch angenehm. 35, knapp 35. Also, das sieht doch schon gut aus. Kann man also machen. Gar nicht so schlecht jetzt hier. Bisschen was über eine Stunde getestet. Verschiedenste Köder. Rabams. 320 Silber. Schmeckt. Also, kann man so machen. Eben nach Preis sortieren. So sieht das aus. Ludoga-Ränken kicken auch richtig gut rein. Heißt also, wenn die Stelle hier läuft, wenn die Frequenz gut ist, zack, dann macht man hier auch gut Kohle. Köder testen, das ist natürlich das A und O. Kratsching, weiter Kohle machen. Ich teste weiter Köder, denn ich suche seltene Trophies. Mir geht es weniger um die Kohle als um die seltenen Fische. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Und freitags geht es immer hart ins Wettangeln. Heißt also, wenn ihr Bock habt, euch zu messen mit anderen Anglern, dann freitags einschalten, mitmachen beim Wettangeln. Gerade freitags geht es auch eher ins Low- und Mid-Level-Wettangeln. Da kann dann quasi jeder mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Einschalten, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Bis dahin.